Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 118 von Dienstag, dem 2. Juli 2024 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint eigentlich jeden Dienstag auf der Seite www.ralfstumpf.de/podcast, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf YouTube. Aber halt nur eigentlich nicht immer, nicht regelmäßig. Wir hatten jetzt zum Beispiel eine etwas längere Pause, weil viele andere Sachen zu tun waren. Deswegen ist mein Tipp, geh auf www.ralfstumpf.de/newsletter, trag dich in meinen Newsletterverteiler ein. Dann erfährst du immer, wenn es einen neuen Podcast gibt und bekommst samstags immer einen Text über NLP. Heute also nach einer kleinen Pause der Podcast 118 zum Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Ja, ich hoffe, dass das Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen vielleicht dich persönlich, aber doch zumindest einige von denen, die diesen Podcast hören, so ein ganz kleines bisschen triggert, diese Kombination dieser beiden Worte, Emotionen und Kontrolle. Das macht schon was beim einen oder anderen. Wobei die Frage ist, macht es eher was mit dir, den Gedanken zu denken, deine eigenen Emotionen zu kontrollieren, oder macht es eher was mit dir, den Gedanken zu denken, die Emotionen von anderen Leuten zu kontrollieren? Oder wie wäre es, und auch da kommen wir später noch drauf, dass andere Leute deine Emotionen kontrollieren? Also die Kombination dieser beiden Worte, Emotion und Kontrolle, macht was Seltsames. Und dazu müssen wir erstmal klären, was Emotionen überhaupt eigentlich sind. Da komme ich gleich drauf. Und wir fangen aber damit an, warum ist dieses Wort Kontrolle an dieser Stelle so seltsam? Es gibt genügend Leute, die würden das sogar für ein Defizit oder ein Defekt oder für eine Krankheit halten. Um Gottes Willen, kontrolliere dich nicht, hör auf, dich zu kontrollieren, deine Emotionen, sei authentisch, sei ganz du selbst, lass es alles fließen. Das, glaube ich, wäre ein Podcast, der würde weniger provozieren, so nach dem Motto, go with the flow, lass deine Emotionen fließen, wie sie kommen, sowas in die Richtung. Aber nein, der hier geht über Emotionen kontrollieren. Wenn wir mal das Psychografie-Dreieck durchgehen, wie fändest du verglichen damit, kontrolliere deine Gedanken oder kontrolliere das, was du tust? Es ist schon eine Besonderheit des Beziehungsbereichs, dass da das Wort Kontrolle sowas Merkwürdiges macht. Und ich glaube, was wir alle wissen und auch jederzeit akzeptieren, ist, die Emotionen sind da am Anfang, die kommen als erstes. Also auch wenn du evolutionsmäßig zurückgehst zu diesen Wesenheiten, die es vor den Menschen gab, irgendwelche Tierchen und noch weiter zurück. Und auch die Entwicklung jedes einzelnen Menschen vom Baby bis zum möglicherweise Erwachsenen. Und dann aber auch in deinem eigenen Leben, so wie es halt einfach abläuft im Kopf, wenn was passiert. Da glaube ich, können wir uns darauf einigen. Als allererstes kommen die Emotionen. Den tappen dann die Gedanken, die Ratio hinterher, und aus all dem kommt dann eine mehr oder weniger zielgerichtete Handlung. Also die Emotionen sind schon am Anfang, und wir kommen auch nachher noch drauf, wenn du deine Emotionen kontrollierst, wer ist denn dann dieses Du, was da kontrolliert? Also ich glaube ja, dass sowieso jeder seine Emotionen kontrolliert. Und dass es deswegen eigentlich genau genommen gar kein Thema sein müsste. Weil wenn du dir irgendeinen Menschen vorstellst, der seine Emotionen überhaupt nicht kontrolliert, dann müsstest du wahrscheinlich an ein Baby denken und selbst da wahrscheinlich in den ersten Tagen. Weil wenn ich das glaube, was David Snarch schreibt zum Thema Selbstberuhigung, dann schreibt er, dass man bereits bei Babys nach ein paar Wochen feststellen kann, dass wenn die bestimmte heftige Emotionen haben, sowas wie Traurigkeit oder Wut oder Schmerz oder Trennung oder sowas in der Richtung, die mit den ersten Körperbewegungen, so Wippbewegungen, ob sie Augenkontakt machen oder nicht, anfangen, diese Emotionen zu regulieren, zu beeinflussen, also mit anderen Worten zu kontrollieren. Und selbstverständlich, das weiß jeder, der ein Kind hat,
ist so, dass die Babys sehr früh lernen, die Emotionen ihres Umfeldes von Papa und Mama zu beeinflussen, nennen wir es mal so, was ja in anderen Worten auch eine Kontrolle ist. Ich meine, wenn die rauskriegen, was es bewirkt, dass sie selber lachen oder nicht lachen oder schreien oder nicht schreien, dann fängt das Spiel an, dass wir gegenseitig unsere Emotionen beeinflussen und kontrollieren. Jeder kontrolliert seine Emotionen. Die Frage ist nur, wann und an welcher Stelle. Zum Beispiel ist es so, angenommen, du bist mit irgendjemand zusammen, ihr liebt euch, was immer das ist, und trotzdem gibt es manchmal einen Streit. Soll ja vorkommen. Vielleicht kennst du Leute, bei denen das so ist. Dann wirst du, wenn du dich im Streit beobachtest oder hinterher reflektierst, merken, dass es da irgendwo eine Grenze gibt. Für jeden Menschen gibt es die. Das heißt, bis zum gewissen Punkt ist es okay, was man da so von sich gibt an Worten, Lautstärke und Körpereinsatz. Und ab einem gewissen Punkt ist es definitiv nicht mehr okay und dazwischen gibt es einen Graubereich. Also ich vermute mal, dass wenn du dich mit deinem Liebsten streitest, das nicht so ablaufen wird wie bei Mr. Spock, dass du da also mit ruhiger Stimme und hochgezogener Augenbraue faszinierend irgendwelche rationalen Argumente vorbringst. Ich schätze aber auch, dass du nicht unbedingt den geliebten Menschen erschlagen wirst, was das andere Ende des Spektrums wäre, sondern irgendwo dazwischen wird eine Grenze sein, dass du vielleicht eine gewisse Lautstärke okay findest, aber dann halt nicht, dass du vielleicht heftige Bewegungen okay findest, aber nicht schlagen, dass du vielleicht bestimmte Worte noch okay findest, aber bestimmte sehr persönliche Beleidigungen vielleicht nicht okay findest. Das heißt mit anderen Worten, natürlich gibt es irgendwo eine Grenze, ab der die Kontrolle einsetzt. Und was du aber weißt, ist, dass diese Grenze zum einen kulturell sehr unterschiedlich ist. Das heißt, es gibt Kulturen, da ist die an einer anderen Stelle als bei uns. Und wenn man dann in solchen Kulturen ist oder Menschen aus solchen Kulturen trifft, dann wundert man sich zum Teil und hat das Gefühl, ja, haben die sich denn überhaupt nicht im Griff oder andersrum? Boah, das sind ja Roboter, die überhaupt keine Emotionen haben. Und natürlich gibt es die gleichen Unterschiede nicht nur zwischen Kulturen, sondern auch zwischen einzelnen Menschen, zwischen Familien und natürlich auch zwischen Altersgruppen. Also bestimmte emotionale Ausbrüche bei kleinen Kindern, gerade in der sogenannten Trotzphase, findet man völlig okay. Bis zum gewissen Punkt sogar süß, ab einem gewissen Punkt nicht mehr süß. Und ab einem anderen Alter findet man sie nicht mehr in Ordnung. Aber wir gehen selbstverständlich davon aus, dass zwischen diesen beiden Polen, dass einer ungefähr so emotional ist wie ein Taschenrechner und auf der anderen Seite eher einfach wie ein Berserker um sich schlägt und Leute umbringt, irgendwo dazwischen gibt es eine Stelle, wo wir davon ausgehen, dass sich eigentlich jeder Mensch kontrollieren kann. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Fähigkeit, die Emotionen anderer Leute zu beeinflussen. Wenn du das dir nicht zutrauen würdest, gäbe es überhaupt keinen Sinn, dass du versuchst, Freunde zu trösten oder aufzuheitern oder zu beruhigen oder so eine Sache. Ich meine, alles das fällt unter das Kapitel emotionale Kontrolle. Trotzdem, ich komme nachher noch drauf, warum, ist es zweischneidig. Und vielleicht ist ein Punkt, diese Ambivalenz, dass viele Leute das Gefühl haben, aber sag mal, wenn ich jetzt meine Emotionen kontrolliere, wenn ich sie mache, ja, sind sie denn dann echt? Das ist so ein lustiges Wort, die Echtheit der Emotionen. Also mal angenommen, irgendein böser Mensch hätte aus irgendwelchen Gründen sich absichtlich und bewusst vorgenommen, dich zu ärgern und sagt irgendetwas. Oder macht irgendetwas. Einfach mit dem Ziel, dich zu ärgern. Und du ärgerst dich. Richtig dolle ärgerst du dich, weil der dich geärgert hat. Ja, sind dann deine Emotionen echt? Ja, selbstverständlich sind sie echt. Das heißt, dieser Mensch, obwohl er es bewusst, rational, absichtlich, zielgerichtet gemacht hat, also wirklich mit Strategie und Bewusstsein, löst in dir eine Emotion aus und du würdest keine Sekunde drüber nachdenken, ob diese Emotionen echt sind. Ich meine, du würdest niemals sagen, ach Gott, mein Ärger ist nicht echt, weil du hast mich ja absichtlich geärgert. Ja, ganz im Gegenteil. Für manche Leute ist sogar so, dass der Ärger sich verdoppelt bei dem Gedanken, oh, du hast das absichtlich gemacht. Und es gibt auch Leute, die wissen, wie man andere Leute verführt, wie man andere Leute in sich verliebt macht und sowas. Und auch das sind natürlich echte Emotionen. Also wäre die Frage,
Oder um noch ein Beispiel zu bringen als Einschub, Hollywood lebt davon, dass es bei den Zuschauern im Kino oder vorm Bildschirm echte Emotionen auslöst. Also die sind natürlich definitiv alle echt. Die Frage ist nur, woher kommt der Zweifel bei eigenen Emotionen? Also wenn du dir selber Emotionen machst, ob die dann echt sind? Und ja, die sind genauso echt und wir werden uns gleich darum kümmern, wie du die machst und warum die genauso echt sind. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen angucken, wie das Ganze eigentlich geht mit den Emotionen. Und dazu müssen wir mal ganz kurz klären, was Emotionen eigentlich sind. Also das, worum es jetzt geht in diesem Podcast und am Wochenende auch in meiner Keynote in Zeilitzheim, da ist es dasselbe Thema. Und im September wird auch das Erlebniswochenende am 7. und 8. September dieses Thema haben: Emotionen kontrollieren bei sich und bei anderen. Und es ist ja nun nicht so, dass das jetzt das komplett neue, noch nie dagewesene Thema ist, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ganze Berufsstände, die davon leben, dass sie Emotionen kontrollieren bei sich und bei anderen. Auf Platz 1 fällt mir da ein, die Schauspieler. Also ein guter Schauspieler ist jemand, der eine Emotion eben nicht spielt, sondern sie wirklich hat, sie wirklich empfindet, weil wenn du dann abends auf der Theaterbühne stehst und ein Stück spielst und diese Emotion nur fakest, nur spielst, das werden die Leute im Publikum merken. Das kommt nicht gut, das macht denen keinen Spaß. Das heißt, ein guter Schauspieler hat die Emotion wirklich. Wenn du aber dann irgendeine grausige Szene auf der Bühne spielst, vielleicht eine Szene, die mit Gewalt und Umbringen und Wahnsinn zu tun hat, dann ist das Erstaunliche, dass du als Schauspieler trotzdem noch deinen Text sprechen kannst. So, dass deine Mitspieler auch ihren Einsatz kriegen und du wirst auch an der richtigen Stelle, am richtigen Ort stehen und die richtigen Bewegungen ausführen. Das heißt, Schauspieler sind einfach Menschen, die genau das können, die genau das gelernt haben, dass sie echte Emotionen empfinden, dass sie echte Emotionen haben und trotzdem in diesem Moment die volle Kontrolle haben über das, was sie fühlen, über das, was sie sagen und über das, was sie tun. Also ich meine, die können es doch. Und ich habe das Ganze halt gelernt, zum einen als Musiker in meinem Musikstudium, weil das ist ja genauso. Wenn du ein trauriges Stück spielst und sagst, ich kann heute kein trauriges Stück spielen, ich bin so fröhlich, das Leben ist so schön, ich mag kein Trauermarsch spielen, ja, pfeif drauf. Trauermarsch steht auf dem Programm, also wird er gespielt. Und es gibt durchaus dann Konzerte, wo halt das erste Stück ein trauriges ist und das zweite Stück ist ein fröhliches. Und dann musst du imstande sein, dass du halt am Anfang dich traurig fühlst und dann später fühlst du dich fröhlich und irgendwann fühlst du dich verliebt und irgendwann fühlst du dich heiter und irgendwann fühlst du dich, was weiß ich alles, noch religiös erhoben oder was man sich da alles vorstellen kann. Das heißt, natürlich gibt es Berufe oder Redner sind auch Menschen, die sowas können müssen. Und wenn dies können, kann es jeder. Und darum kann man das lernen. Man kann das modellieren. Wie machen das denn diese Leute, dass sie Emotionen echt, echt, wirklich echt machen und das Ganze kontrollieren? Und da gibt es, komme ich gleich drauf, zwei klassische Wege in der Schauspielkunst, die heißen nach den beiden, wie soll ich sagen, Vertretern, Heiligen dieser Wege, Strasberg und Stanislavski. Das eine geht über Imagination, Vorstellung, Erinnerung und das andere geht über den Einsatz von Körper und darüber, dass man bestimmte, zum Beispiel Bewegungen macht oder Gesten macht, um diese Emotionen zu locken. Darüber wird es gleich in dem Podcast gehen. Nochmal kurz zu dem Wort, was eigentlich Emotion bedeutet. Also ich würde ja zwischen Emotion und Gefühl unterscheiden. Wenn du im Kinderzimmer auf einen Legostein trittst, hast du erstmal ein Gefühl an der Fußsohle, wenn du da barfuß bist. Oder wenn du auf eine heiße Herdplatte fasst, hast du erstmal ein Gefühl. Das heißt jetzt im NLP-Jargon würde ich sagen, Gefühl ist etwas auf unteren logischen Ebenen. Und wenn du dem dann eine Bedeutung gibst oder daraufhin etwas anderes entsteht, dann ist es eine Emotion. Darum kannst du ganz kurz sowas sagen, wie Gefühl ist durch einen äußeren oder auch inneren Vakuum ausgelöst, eine Wahrnehmung und die Emotion ist, wenn das Ganze noch mit Bedeutung versehen ist. Das Wort ist sehr spannend, wo das herkommt. Das Wort Emotion kommt von emovere, das kommt von movere, das ist lateinisch und es bedeutet bewegt werden, bewegen. Das heißt, die Emotion, da hörst du ja schon, ist die Bewegung mit drin. Das Wort Motivation leitet sich aus der gleichen Wurzel ab und auch das Wort Movie, die bewegten Bilder, leitet sich aus der gleichen
Wortwurzel ab. Und das deutsche Wort dafür ist das Wort Gemütsbewegung. Das Wort kennt heute kaum noch einer, aber eine Gemütsbewegung. Also was sich da halt in deinem Gemüt so bewegt. Und drum, aber da gehen wir jetzt heute nur am Rande drauf ein, ist es so, der Teil deines Körpers, der die Emotionen wahrnimmt und auch, das wird ein bisschen größeres Thema, der die Emotionen macht, das ist die Muskulatur. Das heißt, ohne Muskeln hätten wir keine Emotionen, was zu der spannenden Beobachtung führt, dass wenn bei Leuten die Muskeln sich nicht mehr bewegen können oder sie unter Narkose sind, sie auch erstaunlich viel weniger Emotionen haben. Das heißt, muskuläre Kompetenz und emotionale Kompetenz gehören sehr eng zusammen. Jetzt würdest du dir vielleicht denken, ja, da müssten ja die im Fitnessstudio alle die emotionalen Großkaliber sein. Und ja, da kommst du an den richtigen Punkt. Das heißt, du brauchst starke Muskulatur für starke Emotionen. Das ist dann so quasi statt grob motorisch, groß emotionalig. Und du brauchst feine, differenzierte Muskulatur für feine, differenzierte Emotionen. Und da kommen wir gleich drauf, sind zwei Bereiche des Körpers besonders spannend für die Emotionen. Das eine ist natürlich die Mimik. Also im Gesicht sind wir, das ist ja quasi eine Art Emotional Display, wo wir den anderen Leuten zeigen, wie es uns geht und damit auch selbst Emotionen beeinflussen können. Aber auf Platz 1 kommt die Stimme. Denn alles, was du mit deiner Stimme machst, ist ja, wenn man es mal anatomisch ein bisschen verrückt ausdrückt, eine nicht ganz von der Natur vorgesehene Zweitverwertung deines Atem- und Verdauungsapparates, also Lippen, Zunge, Zähne, Gaumen, Luftröhre, Lunge und so weiter und so fort, ist ja eigentlich zum Atmen da und zum Essen. Wir haben aber, wie viele andere Tiere auch, gelernt, dass wir diesen Bereich unseres Körpers nutzen, um Geräusche von uns zu geben. Und das ist sehr emotional und das wird gleich noch eine große Rolle spielen, wie du die Stimme einsetzen kannst, um bestimmte Emotionen auszudrücken. Und bei dem Wort Stimme bin ich schon bei dem nächsten Wort und zwar bei dem Wort Stimmung. Das wäre mir eigentlich in diesem Podcast fast noch lieber als das Wort Emotion, dass wir Stimmung nennen. In welcher Stimmung oder in welcher Gestimmtheit bist du? Denn als Musiker denke ich da natürlich sehr gerne an ein Instrument, was auch gestimmt ist, was in einer bestimmten Stimmung ist. Und wenn so ein Instrument, zum Beispiel ein Saiteninstrument ist oder ein Schlaginstrument, nehmen wir mal sowas wie eine Gitarre oder eine Geige oder ein Klavier mit Saiten, dann weißt du natürlich, dass du so ein Klavier auf verschiedene Arten stimmen könntest. Du könntest es höher stimmen, niedriger stimmen, du könntest bestimmte Arten von Stimmungen, Kirchenberger oder wohltemperiert oder was weiß ich, stimmen. Aber weil für so eine Stimmung die Saiten gebraucht werden des Klaviers, geht halt immer nur eine Stimmung gleichzeitig. Also du kannst jetzt nicht beim Klavier drei Stimmungen im selben Augenblick stimmen. Und ein bisschen so wird es auch gleich bei den Emotionen sein, dass wenn dein System, also du, dein Körper, durch eine Stimmung bestimmt ist, dann geht halt da keine zweite Stimmung. Aber du kannst bestimmen, wie deine Stimmung ist. Ja, komisch, ne? Gut. Wenn ich jetzt am Wochenende in Zeilesheim den Vortrag mache oder wenn das Thema im Rahmen der NLP-Ausbildung eine Rolle spielt, dann mache ich beim Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen gerne Übungen von Keith Johnston, einem wunderbaren Schauspiellehrer, bei dem ich ganz oft im Seminar war. Und der natürlich als Schauspiellehrer sich auch mit der Frage beschäftigt, wie man denn Emotionen macht, wie man sie einsetzt und so weiter und so fort. Und dazu hat er ein paar wunderschöne Übungen entwickelt und zwei davon will ich dir in diesem Podcast vorstellen. Die eine heißt Gast und Kellner und da bittet Keith Johnston zwei Leute auf die Bühne. Der eine ist Gast, der andere ist Kellner. Und Keith Johnston gibt den kompletten Text der Szene vor. Dieser komplette Text klingt folgendermaßen. Der Kellner sagt Guten Tag und der Gast sagt Guten Tag. Der Kellner sagt Sie wünschen. Der Gast sagt das Tagesmenü. Der Kellner sagt und zu trinken. Der Gast sagt eine Cola. Und der Kellner sagt kommt sofort und der Gast sagt vielen Dank. Also du merkst, es ist ein wirklich tiefes Stück. Man möchte es fast verfilmen und man versteht auch, dass Keith Johnston
sich eigentlich ursprünglich als Stückeschreiber, als Autor sah, bevor er dann halt als Regisseur und Begründer der Theaterimprovisation, Theatersport Furore gemacht hat. Also wirklich ein wunderschönes Stück. Und dann ist es so, dass die beiden dieses wunderschöne Stück, guten Tag, Sie wünschen das Tagesmenü und zu trinken, eine Cola kommt sofort, vielen Dank, dass die beiden dieses wirklich unbeschreiblich tiefe Stück so aufführen, dass Keith Johnson oder jemand anderes immer eine Emotion für einen Satz vorgibt. Dann könnte es zum Beispiel so sein, dass der Kellner beginnt ängstlich. Guten Tag. Und der Gast antwortet vielleicht freudig erregt. Guten Tag. Und dann macht der Kellner vielleicht weiter mit sexy. Sie wünschen. Und der Gast dann möglicherweise belustigt das Tagesmenü. Und der Kellner dann vielleicht aggressiv. Und zu trinken. Und dann vielleicht der Gast müde. Eine Cola. Und in der Art geht das Stück halt weiter. Und genauso wie ich es jetzt hier vorgemacht habe, ist es so, dass man es auch im Seminar auf der Bühne erlebt. Das heißt, die beiden machen das sofort. Sie haben Riesenspaß dabei. Das Publikum strahlt, das Publikum hat Spaß, das Publikum lacht, weil wir sehen es als Publikum so gerne, wenn Leute in ungefährlichen Schwierigkeiten stecken, wir dabei zugucken können. Und dann machen wir das Ganze halt nochmal mit anderen Emotionen. Dann fängt das vielleicht an mit Barsch, guten Tag. Und die Reaktion ist dann vielleicht sexy, guten Tag. Und dann kommt vielleicht belustigt, Sie wünschen. Und so geht das halt dann weiter. Und dann stelle ich die Frage, ja, wie haben denn die beiden das jetzt eigentlich gemacht? Weil was diese Übung ganz verblüffend zeigt, ist, ich habe es noch nie anders erlebt, die Leute bekommen so eine Emotion vorgegeben durch einen Zettel oder weil ich sie ihnen ins Ohr flüstere. Und sie machen es einfach. Aggressiv, neugierig, verführerisch, belustigt, angewidert, wie auch immer, was auch immer du bringst. Die Leute lesen das Wort. Gut, manchmal bringe ich so eigenartige Worte, da verstehen die das Wort nicht. Aber die Leute lesen das Wort und machen einfach die Emotionen. Und man fragt sich, wie kommt das? Wie ist der Trick? Wie kannst du das? Lass uns das modellieren. Und normalerweise kommt raus, es ist eine Kombination von ein bisschen Imagination, auf die komme ich gleich noch, und dann zeigt sich's halt überwiegend in der Stimme. Und das ist auch, was Keith Johnson da wichtig ist, dass er sagt, das, was die Stimme an extra Geräuschen macht, das, was die Stimme noch mit transportiert, das ist, woraus wir schließen, wie jemand gestimmt ist. Und dann macht Keith Johnston gerne auch noch ein lustiges Spiel. Das sieht folgendermaßen aus. Er bittet vier Leute auf die Bühne und sagt, ihr spielt jetzt eine Familie. Papa, Mama und zwei Kinder und unterhaltet euch über irgendetwas, zum Beispiel, was machen wir am Wochenende. Und dann kommt Runde 1, wo die einfach miteinander reden sollen und sie sollen die Zähne zusammenbeißen und sie sollen knurren und sie sollen sagen, was machen wir am Wochenende, wer hat eine Idee? Und du ahnst natürlich, was in dem Augenblick passiert, wenn die das machen. Oder es gibt eine zweite Runde, wo die ganze Zeit, wenn sie reden, sollen sie immer so ein bisschen kichern dabei. Sie sollen einfach, ja, was machen wir denn am Wochenende machen? Und da gibt es eine dritte Runde, wo die immer so ein bisschen staunen sollen. Und was machen wir denn am Wochenende? Oh, was machen wir am Wochenende? Und manchmal gibt es auch eine vierte Runde, wo die so ein bisschen so ein Schnurren und Stöhnen und was machen wir denn am Wochenende? Und du merkst schon, wenn ich das mache, dass man den Leuten eigentlich nur bestimmte Klangräume, Töne vorgeben muss. Und das sind halt die vier, die Keith Johnston auch gerne macht. Knurren, Kichern, Staunen und Schnurren, habe ich es mal genannt. Und sofort entsteht ein bestimmter emotionaler Eindruck. Und da komme ich auch gleich nur drauf, der Text ändert sich. Und es gibt da auch eine Übung, die macht Keith Johnston sehr gerne. Hat er uns alle gebeten, wende dich mal dem Nachbarn zu. Und berühre mal den Nachbarn an irgendeiner gesellschaftlich akzeptablen Stelle. Zum Beispiel leg dem anderen die Hand auf die Schulter oder einen Oberarm. Einfach nochmal so. Das macht man dann und das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Dann meint Keith Johnson, okay, Runde 2, mach die gleiche Berührung nochmal, aber jetzt mach ein Geräusch dazu.
Und dann legt man halt wieder die Hand den anderen auf den Arm und sagt aber sowas wie, oh. Und in dem Augenblick, es ändert sich die Stimmung im Raum komplett. Die Leute werden in gewisser Weise albern, sie kommen in Bewegung, Emotionen, Emovere. Und sie merken diesen großen Effekt, den es hat, wenn ein Ton, wenn ein Geräusch dazu kommt. Gisonsson hat auch eine schöne Übung zum Thema kleine Gestiken, kleine Mimiken. Die kann ich jetzt im Podcast hier schlecht vormachen, aber du kannst es dir vielleicht vorstellen. Und zwar sagt er dann: Guck dich im Raum um, schau irgendwelche andere Leute an und kneif dabei die Augen ein bisschen zu. So die Augen so ein bisschen was Schlitzhaftes. Und natürlich gucken dann die anderen dich auch alle so an. Und dann Runde 2, guck dich um im Raum, schau die anderen an und mach die Augen extra weit auf. Und die Veränderung ist verrückt, weil großäugig und glücklich ist etwas, was sofort gute Laune macht, während diese zu Schlitzen, zu Schießscharten zusammengekniffenen Augen natürlich eine nicht so schöne Stimmung macht. Okay, ich glaube, du hast schon so ein paar Ideen mitbekommen, wie das Ganze funktioniert. Und hast damit eigentlich verstanden, wie man Emotionen kontrolliert? Also es gibt ein paar Tricks mit Gestik, mit Mimik, die sind in den meisten Fällen so schwierig, dass ich dir davon im Großen und Ganzen abraten würde. Es gibt viele Tricks mit Stimmklang, die sind so viel einfacher, dass ich dir dazu raten würde. Und am einfachsten ist es, und da sind wir jetzt gleich an der Stelle, ja, du kannst eine Emotion ändern durch Beschluss. Also du sagst, dass es jetzt irgendwie einfach lustig werden soll, dann wird es lustig. Und dann sagst du, dass es jetzt einfach ein bisschen wütend sein soll und dann wird es wütend. Und deswegen kann man das auch so machen. Man bittet zwei auf die Bühne und sagt den beiden, macht mal einfach ein bisschen Smalltalk und gibt auch wieder emotionale Kärtchen vor. Und wenn dann sowas kommt wie erregt, belustigt, ängstlich, müde, wütend, dann ist es so, dass es praktisch nicht möglich ist, den Smalltalk so zu führen, dass die Emotion nicht das Gespräch beeinflusst. Und da kommen wir jetzt zu dem, was die Konsequenz ist, wenn du deine Emotion beeinflusst oder die Emotion von anderen Leuten beeinflusst. Das heißt, wenn du in die Emotion lustig gehst, werden aus deinem Mund andere Texte kommen, als wenn du in die Emotion wütend gehst. Da beginnt eine Zaubermacht. Also überleg mal, was dadurch möglich wird. Also überleg mal, was dadurch möglich wird. Überleg mal, was dadurch möglich wird. Überleg mal, was dadurch möglich wird. Also du merkst schon, je nachdem, wie ich diesen Satz ausspreche, von der Betonung her, wirst du dir natürlich was anderes denken, was dadurch möglich wird. Und ich habe bei Thies Stahl im Seminar mal eine wunderbare Anwendung dieses Tricks gelernt. Und zwar, Thies Stahl meinte, wenn er ein Problem hat, dann fragt er sich, wie kommt's, dass ich, der große Thies Stahl, der so viel über NLP weiß, der so viel kann, wie kommt's, dass ich dieses Problem habe. Und der ganze Raum war verzaubert über das, wie er seinen Stimmklang eingesetzt hat. Und dann meinte er, naja, wenn du ein Problem hast und mit dir selber über ein Problem sprichst und dabei innerlich einen neugierig faszinierten Stimmklang hast, ist es selbstverständlich, dass du auf andere Gedanken kommst, als wenn du sagst, oh Gott, wie kommt's, dass ich, obwohl ich so viel weiß und kann, schon wieder dieses Problem habe. Du bist in einer völlig anderen Stimmung. In meiner Abschlussprüfung im Fach Sprechen, Singen, Stimmerziehung war eine Übung, die ich im Staatsexamen machen musste. Ich sollte das Wort Ja sagen 10-mal in 10 verschiedenen Stimmungen. Wirklich nur dieses eine Wort Ja. Jetzt sagst du vielleicht, das ist eine komische Übung, aber vielleicht kennst du das, wenn du deinen Sozialintensivpartner, den geliebten Menschen, fragst, sag mal, wollen wir beide heute Abend vielleicht? Da kommt als Antwort, ja, dann weißt du genau, dass da was völlig anderes an dem Abend passiert, als wenn du hörst, ja, oder als wenn du hörst, ja, oder als wenn du hörst, ja. Obwohl es nur zwei Buchstaben sind, obwohl es nur ein Konsonanten, ein Vokal ist,
Es ist natürlich so, dass je nachdem, wie es aus dem Wald herausschallt, in den du reinrufst, hast du so eine Idee, wie der Abend werden könnte. Und weil wir ja alle Rapporttierchen sind, ist völlig klar, dass wenn als Antwort kommt, ja, oder wenn als Antwort kommt, ja, wirst du auch wieder anders gestimmt sein. Und drum würde ich jetzt, wenn das hier ein Seminar wäre, dich bitten, wende dich mal deinem Nachbarn zu und in jeder Runde einem anderen Nachbarn, weil es sitzen immer mehrere Leute um einen rum, und sag mal der Person, schön, dass du da bist. Und sag's mal in fünf verschiedenen Stimmungen. Sag mal, oh, schön, dass du da bist. Oder schön, dass du da bist. Oder schön, dass du da bist. Oder schön, dass du da bist. Und du wirst merken, wenn du es machst und wenn du entsprechend begrüßt wirst, dass du selber auch immer in eine andere Stimmung kommst und sich daraus auch ein anderes Gespräch ergeben würde. Und spätestens jetzt könnte der Punkt sein, wo man sich überlegt, könnte ich das einsetzen im Leben für mich und für andere? Also mal angenommen, ich stelle fest, es hängt was davon ab, in welchem Tonfall ich irgendjemanden anspreche, in welchem Tonfall ich im inneren Dialog, um Gottes Willen, da gibt es ja Möglichkeiten, da will man gar nicht drüber nachdenken. Es gibt da eine zweite Übung, also oder dritte oder vierte, die auch von Keith Johnston ist, wo er auch wieder ein paar Leute auf die Bühne bittet und Eigenschaften vergibt. Da geht es um das Thema Vorurteile. Wir können ja nicht ohne Vorurteile, ich komme da gleich noch ein bisschen drauf. Und die Übung geht folgendermaßen, dass er in Runde 0, das ist nur die Runde, um zu zeigen, wie es nicht geht, gibt er jeweils bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel bei dem einen wird sowas gesagt wie, du bist besonders sexy, beim zweiten, du bist besonders lustig, beim dritten, du bist aggressiv und beim vierten, du bist besonders intelligent. Und dann sollen die diese Rollen spielen. Das ist normalerweise eine grottenlangweilige Szene. Dann kommt Runde 2, wo Keith Johnston bittet, dass jeder den anderen dreien einfach heimlich, ohne es zu sagen, bestimmte Attribute zuteil, das heißt, du beschließt in deinem Herzen, welcher deiner drei Mitspieler ist jetzt der Aggressive, welcher von deinen drei Mitspielern ist der Lustige und welcher von deinen drei Mitspielern ist der, den du sexy findest. Und dann wird gespielt, einfach eine Smalltalk-Szene miteinander. Und ich finde das oft ein bisschen schwierig. Und dann meint Keith Johnson, es ist total einfach, weil wenn du irgendjemandes Etikett aufklebst, dass die Person lustig ist, musst du einfach nur völlig egal, was diese Person sagt, einfach immer ein bisschen lachen, wenn die was sagt. Also wenn die Person sagt, das ist aber ein schönes Sofa, sagst du, ach ja, das ist ein schönes Sofa. Und wenn die Person in deiner Welt aggressiv ist und sagt, das ist ein schönes Sofa, sagst du, ja, das ist ein schönes Sofa. Und wenn die Person in deiner Welt sexy ist und sagt, das ist ein schönes Sofa, sagst du, oh, darf ich mich zu dir auf das schöne Sofa setzen? Und so wirst du merken, dass deine Vorannahme, deine Stimmung, Gestimmtheit der anderen Person gegenüber natürlich auch wieder beeinflusst, wie ihr einander behandelt. Und das Lustige an dieser Übung ist natürlich, dass es selten symmetrisch ist. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass der eine den anderen sexy findet, aber der den lustig oder aggressiv und dadurch ergeben sich halt ganz wunderbare Spielszenen auf der Bühne. Wir können Leuten nicht ohne Vorurteile gegenübertreten. Wichtig ist nur, dass wir uns dessen bewusst sind und bereit sind, die Vorurteile zu ändern. Und was so eine Gestimmtheit macht, da will ich dir mal zwei Beispiele geben, die aus dem Buch von Robert Cialdini, Psychologie des Überzeugens, sind ja ein bahnbrechendes Werk, also was seit erschienen ist, vor, glaube ich, 20 Jahren ständig zitiert wird, weil er halt so großartige Dinge zusammenstellt. Und daraus zwei Beispiele. Das eine ist ganz simpel. Es kommt noch aus der Zeit der Münztelefone. Da hatten die ein Münztelefon präpariert, dass manchmal Leute, die telefonierten, dann halt im Münzschacht unten und jeder hat danach immer noch mal unten geguckt, ob da nicht was drin ist, war ein bisschen Geld drin. Und sowas macht halt normalerweise gute Laune. Hey, ich habe Geld im Münztelefon gefunden. Und dann war das so, die einen fanden Geld, die anderen fanden da unten kein Geld in dem Münzausgabefach. Und wenn dann die Leute aus dem Münztelefon rauskamen, kam eine Schauspielerin vorbei mit einem Packen Bücher unterm Arm und die tat dann so, als ob ihr jetzt gerade die ganzen Bücher runterfallen. Und dann wurde einfach nur festgestellt, wie oft die Hilfe bekommt. Und man hat gemerkt, die Menschen, die gerade Geld im Telefon gefunden haben, haben
deutlich häufiger dieser Frau geholfen, ihre Bücher wieder aufzusammeln, als sie die Kleingeld gefunden haben. Ist ja spannend, ne? Bisschen andere Stimmung, gerade eine andere Erfahrung gemacht, bisschen Herz erhoben und gute Laune. Ach komm, dann helfe ich Ihnen noch schnell, die Bücher aufzuräumen. Und das ähnliches Experiment sieht folgendermaßen aus. Studenten wurden gebeten, so eine Prüfungssituation zu bestehen. Und es wurde so inszeniert, dass der Prüfer kurz rausgegangen ist und ein angeblicher Prüfling, in Wirklichkeit war es ein Schauspieler, hat sich dann an seinen Nachbarn gewendet und gesagt, ich komme bei dieser einen Aufgabe nicht weiter, kannst du mir mal helfen? Und das war eine, die eher einfach ist. Das heißt, der hätte helfen können. Also man wollte wissen, wie oft und wie wahrscheinlich ist es, dass so ein Student dem Nachbarn hilft. Und in einem Durchgang hingen an den Wänden Bilder mit Naturfotografien. In dem anderen Durchgang hingen an den Wänden Bilder, die waren Geld assoziiert, so mit Geld, Business und Banken. Und man hat gemerkt, das ist ja ganz erstaunlich, wenn da Naturassoziationen sind, wird den Leuten wesentlich häufiger geholfen, als wenn da Geldassoziationen sind. Also auch da hat die Grundstimmung, in der jemand war, einen sehr deutlichen und sehr großen Einfluss auf das, was er eigentlich tut. Und du kennst bestimmt die berühmte Geschichte, die Paul Watzlawick in Anleitung zum Unglücklichsein erzählt, wo einer merkt, er braucht einen Hammer und er hat aber keinen Hammer und er geht deswegen rüber zum Nachbarn und überlegt sich, er könnte den Nachbarn ja fragen, bitte können Sie mir Ihren Hammer leihen. Und auf dem Weg zum Nachbarn überlegt er sich, aber der Nachbar hat ja neulich schon mal so komisch geguckt, vielleicht hat er irgendwas gegen mich und vielleicht mag der mich nicht und wenn ich komme und ihm einen Hammer bitte, dann nutzt er bestimmt die Gelegenheit, mich fertig zu machen und steigert sich da so richtig rein und steht dann also vor der Türe des Nachbarn und klingelt und der Nachbar öffnet und der Mann brüllt ihn an, behalten Sie doch Ihren Hammer! Und der Nachbar wird sich natürlich wundern, was das Ganze soll. Aber der eigentlich den Hammer gerne gehabt hätte, reagiert halt mehr auf seine eigene Emotion als auf das, was wirklich ist. Ein anderes Beispiel, ich glaube auch von Cialdini, ist, dass Leute unter irgendwelchen, das ist ja oft so, dass so ganz komische Vorwände und Rahmengeschichten gebaut werden bei so psychologischen Experimenten. Also einem wird gesagt, dass er in einem Rollenspiel mit dem anderen sich unterhalten soll, ein bisschen Smalltalk und es werden ein paar Informationen dazu gegeben, wie die Rollen sich zueinander verhalten. Ja, also ihr kennt euch schon seit Ewigkeiten, seit Kindertagen mehr oder weniger und ja, es gab mal eine ganz blöde Szene. Der andere hat beim Ausparken mit seinem Auto versehentlich deinen Hund überfahren. Es war aber wirklich nicht Absicht und spielt in dem Gespräch jetzt auch keine Rolle. Also ihr sollt euch mal über irgendwas anderes unterhalten. Und dann fangen die an, sich zu unterhalten. Und dann kommt zwischendurch plötzlich wieder der Experimentleiter rein und sagt, sorry, ich habe mich komplett geirrt. Der hat deinen Hund nicht überfahren. Der hat ihn gerettet, wie ein anderer ihn überfahren. Sorry, das habe ich, aber jetzt einfach weiter. Und dann beobachtet man, wie das Gespräch sich verändert. Und das Lustige in Anführungszeichen ist, die beiden kennen sich nicht, sie machen ein Rollenspiel und diese Information spielt in dem Gespräch auch keine Rolle, weil die sollen ja über was Aktuelles reden. Und trotzdem ändert sich sofort die gesamte Stimmung des Gesprächs. Und daraus kommt so eine Übung, die auch Keith Johnson vorschlägt. Und zwar sagt er, wenn du im Wartezimmer sitzt oder in der U-Bahn und dir ist langweilig, dann mach doch mal Folgendes. Beschließ einfach, der Nächste, der jetzt reinkommt, arbeitet beim Geheimdienst. Und dann kommt irgendeiner rein und denkst du dir, boah, der hat das aber gut verborgen, hätte ich ihm gar nicht angemerkt. Und dann beschließt du, der Nächste, der jetzt reinkommt, hat ein sehr seltsames sexuelles Hobby. Und dann kommt er rein und denkst du dir, ah, dir sehe ich das an. Der Nächste, der jetzt reinkommt, hat letzte Woche eine hohe Summe im Lotto gewonnen. Wow, der kann das aber gut verbergen. Und mit dieser Übung merkt man, wie erstaunlich leicht das ist, mit einer bewussten Vorannahme an etwas ranzugehen und die Welt auch entsprechend zu erleben. Es ist faszinierend. Du erlebst wirklich den Menschen anders. Du siehst andere Sachen, nur weil du dir vorher irgendwas gedacht hast. Und deswegen würde ich jetzt im Vortrag oder im Seminar eine Übung machen, die sieht folgendermaßen aus. Ich würde bestimmte Sätze bringen, bestimmte Aussagen, Ideen und würde dir vorher sagen, nimm mal eine bestimmte Emotion ein. Zum Beispiel sowas wie belustigt. Und dann sage ich, NLP sollte Schulfach werden. Und NLP sollte Schulfach werden. Oder ich hätte gesagt, wütend. Und ich sage, NLP sollte Schulfach werden. Ja, NLP sollte Schulfach werden. Soweit käme es ja irgendwie noch.
Oder ich sage ängstlich und sage, NLP sollte Schulfach werden. NLP sollte Schulfach werden, um Gottes Willen. Und dann stellst du fest, dass je nachdem, welche Emotion du einnimmst, wirst du meinen Satz anders hören. Und es ist die Frage, ja, die Aussage, NLP sollte Schulfach werden, ja, wie ist denn die wirklich? Und jetzt kannst du denken an die Leute, die Geld im Münztelefon gefunden haben oder je nachdem, welche Bilder an der Wand hingen bei der Prüfung. Und dann wirst du merken, das Dumme ist, bei so einer Aussage wie NLP sollte Schulfach werden, gibt es kein wirklich. Es gibt nur irgendeine Stimmung, in der du bist. Und je nachdem, in welcher Stimmung du bist, wirst du den Satz anders hören. Geh doch mal in eine Stimmung von Dankbarkeit und Vorfreude, sodass du dir überlegst, dass das, was du jetzt gleich hörst, ist so toll und ist so ein Geschenk und ist so eine Offenbarung. Und es macht dich so glücklich. Und ich sag dir, am 7. und 8. September machen wir in Berlin ein Erlebniswochenende komplett zu dem Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Und du hörst es und denkst dir, wow, das ist so eine geile Chance. Das ist großartig. Oh, ich bin so dankbar. Oder geh mal in eine Stimmung von Skepsis, Kritik und Ablehnung. Und ich sag dir, am 7. und 8. September ist in Berlin das Erlebniswochenende zum Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Und du denkst dir, ah ja, da ist so ein Wochenende in Berlin im September. Ja, ja, Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Das wird schon sowas sein. Ja, was ist denn jetzt wirklich am Anfang September in Berlin? Oder besser gesagt, wie stehst denn du wirklich dazu? Du merkst, dass wenn du in die entsprechende Emotion gehst, wirst du diese Information, dass Anfang September in Berlin das Erlebniswochenende ist, du wirst die Information anders hören. Aber was ist denn jetzt die Wahrheit? Was ist wirklich? Also wie findest du das wirklich? Und ich glaube, dass du jetzt nach dem Stück Podcast, was du gehört hast, weißt, da gibt es kein wirklich. Wirklich entsteht durch die Stimmung, in der du bist. Was machst du jetzt? Du kannst nicht manipulieren. Du kannst noch nicht mal dich selbst nicht manipulieren. Du kannst nicht keine Stimmung haben. Du bist nicht Mr. Spock, auch wenn du es vielleicht gerne wärst. Ich glaube nicht, dass du es gerne wärst. Aber du kannst es einfach nicht sein. Du musst irgendeine Grundstimmung haben. Nur die Frage ist, welche. Es wird bestimmen, wie du die Welt wahrnimmst. Es wird bestimmen, in welcher Welt du lebst. Da gibt es eine schöne Idee von Jordan Peterson. Und zwar sagt Jordan Peterson, wenn es uns normal gut geht, also so quasi Default Option, Werkseinstellung, dann sind wir neugierige Tierchen. Also stell dir vor, wie so ein Tierchen draußen in der Natur rumhopst oder krabbelt oder kriecht, dann sind die normalerweise neugierig. Das heißt, die gucken sich um, die erforschen, die schauen, was hier und da ist, hinter diesem Baum, hinter diesem Busch, unter diesem Blatt, unter diesem Stein und gehen irgendwie davon aus, die Welt ist ein freundlicher Ort. Alles ist irgendwie interessant, vieles kann man essen, mit manchem kann man sich paaren, manchmal gibt es auch Aufregung, aber insgesamt ist alles gut und lohnt sich zu entdecken. Das so als Grundstimmung. Und am 7. und 8. September ist in Berlin das Erlebniswochenende zum Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen und die Welt ist ein freundlicher Ort. Es gibt schöne Sachen zu entdecken und es gibt auch was zu essen. Also jetzt nicht an dem Wochenende, außer du bringst es dir mit, aber grundsätzlich und auch über die anderen Sachen denken wir jetzt nicht weiter nach, okay? Aber du merkst, was ich damit sagen will. Die Welt ist ein freundlicher Ort und du kannst ihr mit Neugierde entgegentreten. Nur wenn wir in einer anderen Stimmung sind, dann ist die Welt ein bedrohlicher Ort oder die Welt ist ein Konkurrenzort oder die Welt ist ein Ort, wo man gierig sein muss oder die Welt ist ein Ort, wo man sich verstecken muss oder sowas in der Richtung. Aber die schönste Stimmung wäre, glaube ich, zu sagen, die Welt ist ein freundlicher Ort, der man mit Neugierde entgegentreten kann. Ich habe noch einen, wir nähern uns dem Ende, einen eher letzteren Hinweis. Yuval Noah Harari schreibt ja in seinem Buch diese Idee, folge deinem Herzen, achte auf deine Emotionen, folge deinen Emotionen. Ja, die Business-Leute, die großen Firmen finden das cool, weil
Die können deine Emotionen wesentlich leichter manipulieren als deine Ratio. Ratio manipulieren ist gar nicht so einfach. Mit Argumenten sind die meisten Leute erstaunlich fit. Aber Emotionen, du weißt, wie das ist mit irgendwelchen Kinofilmen, da muss nur irgendwie bestimmter Rhythmus kommen in der Musik. Es muss dunkel sein, irgendwie Close-up auf die großen Pupillen der Heldin, die rückwärts durch einen dunklen Raum läuft. Ich habe nie verstanden, warum in gruseligen Szenen die Helden prinzipiell rückwärts durch ein dunkles Zimmer gehen. Kein normaler Mensch geht rückwärts durch ein dunkles Zimmer, wenn es gefährlich ist, aber im Film machen die das immer. Das heißt, es ist so einfach mit bestimmter Musik, mit bestimmten Farben, mit bestimmten Kameraeinstellungen bestimmte Emotionen hervorzurufen. Und wenn du wirklich der Meinung bist, du musst deinen Emotionen folgen, weil die echt sind, dann bist du echt leicht zu manipulieren. Von daher wäre mein Tipp zum Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen, wenn du nicht möchtest, dass das, was du als deine echt, echt, wirklich echten Emotionen wahrnimmst, die Emotionen sind, die andere dir gemacht haben, dann übernimm das bitte selber. Du wirst nicht in einem Schritt von Wut nach Ekstase kommen, du wirst nicht in einem Schritt von entsetzlicher Langeweile nach größter Faszination kommen. Da geht es darum, dass du das kleinschrittig machst, aber das machen wir in der NLP-Ausbildung oder am Erlebniswochenende. Jetzt fehlen noch zwei Kleinigkeiten, die ich gerne noch anfügen würde. Das eine ist, ich hatte dir ja gesagt, es gibt zwei Wege, Strasberg und Stanislavski. Der eine geht über den Körper, da wäre mein Haupttipp Stimme. Der zweite geht über die Imagination, das ist der von Strasberg. Strasberg hat das damals so gemacht, dass die Leute annähernd wie in Psychotherapie ihre eigene Biografie erforschen mussten und Stellen finden mussten für jede Emotion, wo die mal so drin waren. Das heißt, mit anderen Worten, wenn die auf der Bühne oder im Film einen Mörder spielen sollten, war halt die Frage, wann in deinem Leben warst du jemals auf jemanden so wütend, dass du im Grunde bereit warst, ihn umzubringen. Und dann wird diese Erinnerung hochgeholt, ins Bewusstsein geholt und sie wird ausgelebt. Das ist ziemlich heftig. Also da sind auch wilde Sachen passiert in seinem Unterricht und die Methode ist deswegen ebenso faszinierend wie umstritten. Und kannst du machen, musst du aber nicht. Ich habe für mich entdeckt, für mich gibt es einen ähnlichen Weg, der viel besser funktioniert. Und zwar, wenn ich über Imagination an eine bestimmte Emotion rankommen möchte. Ja, mein Gott, dann denke ich einfach an eine Filmszene, die genau das ausdrückt, weil ich gucke ja gerne Filme, ich liebe Filme. Und natürlich schaue ich Filme vielfach assoziiert, das heißt, ich gehe da wirklich mit, ich gehe da rein, ich verbinde mich innerlich mit den Figuren auf der Leinwand und spüre deswegen auch die Emotionen. Und das heißt, wenn ich eine bestimmte Emotion will, im Coaching braucht man das manchmal oder als Trainer auf der Bühne braucht man das, dass man eine bestimmte Emotion spürt oder halt als Musiker, wenn ich ein Stück spiele, dann denke ich oft an bestimmte Filmszenen oder Literaturszenen, wo genau diese Emotion ausgedrückt wird und dann bin ich in der Emotion drin. Und deswegen noch ein letzter Tipp für die Trainerkollegen. Der ist auch von Keith Johnston. Und zwar meint Keith Johnston, wenn du auf der Bühne stehst und du mit aller Kraft versuchst, eine Emotion auszudrücken, das ist so langweilig. Es ist so langweilig, wenn Leute da quasi dauernd in emotionalen Großbuchstaben rumlaufen. Es ist deswegen so langweilig, weil es so unnatürlich ist. Normalerweise, sagt Keith Johnston, sind wir eher bemüht, unsere Emotionen voreinander zu verbergen. Und deswegen sagt Keith Johnston, am interessantesten bist du für andere Menschen, wenn du vergeblich versuchst, deine Emotionen zu verbergen. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, unter Trainerkollegen. Das nehmen wir an, du hast einen Vortrag und du willst beginnen mit den Worten, schön, dass ihr hier seid, ich freue mich jetzt mit euch eine Stunde über NLP zu reden. Dass du dann in eine Emotion gehst, zum Beispiel Angst, und die aber versuchst zu verbergen. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich jetzt eine Stunde mit euch über NLP zu reden. Und dann kommt so was rein, so eine kleine Irritation, die macht es spannend. Oder dass du vergeblich versuchst, deinen Heiterkeitsausbruch zu unterdrücken. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich jetzt eine Stunde mit euch über NLP zu reden. Oder nehmen wir an, du bist unfassbar wütend und versuchst aber trotzdem jetzt diesen Vortrag zu halten. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich jetzt eine Stunde mit euch über NLP zu reden. Und wenn du eben daran scheiterst oder es dir nur zum Teil gelingt, deine Emotionen zu verbergen,
dann macht das die Zuhörer total neugierig, weil die dann natürlich unbewusst automatisch anfangen rauszufinden, um Gottes Willen, was spürt denn der da gerade und was ist der Grund dafür? Weil dann kommen wir wieder auf diese spannende Inkongruenz, weil ja dein Text, schön, dass ihr da seid, ich freue mich jetzt eine Stunde mit euch über NLP zu reden, dass die Emotion, die du da hast, sowas wie, schön, dass ihr da seid, ich freue mich jetzt eine Stunde mit euch über NLP zu reden. Also die Emotion, die du da in dem Satz drin hast und versuchst zu verbergen, die passt ja überhaupt nicht zum Text. Es ist ja völlig verwirrend, weil was soll denn jetzt diese Emotion bei dem Text? Und das macht die Leute neugierig, da hören sie dir zu. Das so als kleiner Tipp am Ende des Ganzen. Damit hören wir auf. Ein bisschen früher als sonst, dazu sage ich gleich noch was. Das ist das Thema Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Wie gesagt, du machst es eh, alle machen es. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze, ab wo du es unbewusst machst? Und meine Einladung ist an dich, mach es ab jetzt bewusst, vor allem indem du Imagination und Stimme einsetzt. Und sei dir dessen bewusst, was das für eine Zauberkraft ist. Also was alles möglich wird, was du alles auslöst und in deinem Leben verändern und bestimmen kannst, wenn du das tust, die Emotionen kontrollieren, bei dir und bei anderen. Jetzt merkst du schon, dieser Podcast ist ein ganz kleines bisschen kürzer, als sie normalerweise sind. Ich habe mich sonst immer sehr intensiv daran gehalten, dass so ein Podcast eine Stunde sein muss. Und jetzt in der Pause ist mir klar geworden, also in diesen 4 Wochen ohne Podcast, dass das natürlich eine komplett alberne Bedingung ist, die ich mir selbst gestellt habe. Warum muss der Podcast eine Stunde sein? Das heißt, ich befreie mich jetzt von dieser Zeitvorgabe und deswegen werden die Podcasts in dieser Reihe, die wahrscheinlich ab jetzt auch wieder regelmäßig dienstags erscheinen, sagen wir mal so, zwischen 10 Minuten und 2 Stunden kann ich mir alles vorstellen. Wenn das Thema durch ist, ist das Thema durch. Und das Thema heute ist hiermit durch. Und ich habe noch einen letzten Tipp für dich. Wenn du hören möchtest, wie jemand das mit der Stimme und den Emotionen auf wirklich allerhöchstem Niveau macht, dann natürlich Hörbücher. Also Leute wie Rufus Beck, wenn er zum Beispiel Harry Potter spricht und jede Figur mit einer anderen Stimme spricht. Oder jemand, den ich noch mehr schätze, ist Gerd Westphal. Also gerade zum Beispiel seine Einspielung von Thomas Mann Roman Josef und seine Brüder. Stephen Fry, großartig, die griechischen Sagen. Aber für mich jetzt gerade frisch entdeckt in den letzten Wochen und definitiv auf Platz 1 ist Andy Serkis. Mit seiner Einspielung Herr der Ringe auf Englisch, also Lord of the Rings. Es gibt auf YouTube auch ein Interview mit ihm in der Talkshow, wo er sagt, dieses Buch hat knapp 200 namentlich genannte Charaktere, die darin Text haben, plus natürlich den Erzähler. Und er hätte sich für jede von diesen knapp 200 Personen eine eigene Körperposition überlegt. Und vermutlich auch eine eigene Imagination, damit der alte Legolas auf eine bestimmte Art sprechen kann. Und damit der Gandalf auf eine bestimmte Art sprechen kann. Damit der Gimli auf eine bestimmte Art sprechen kann. Ich mache das natürlich jetzt längst nicht in seiner Kategorie. Also der Mann ist ein Gigant der Stimme. Aber das zu hören, wie da jemand Stimme einsetzt, um Figuren zu charakterisieren und das kommt ja noch dazu, und in diesen Stimmen jeweils auch verschiedene Emotionen darstellt. Und einmal gibt es sogar eine Stelle, wo, glaube ich, Pippin oder Merry, einer von beiden, erzählt eine Geschichte und in dieser Geschichte kommt Gandalf vor und du erlebst also, wie Andy Serkis mit der Stimme von Pippin zeigt, wie Pippin Gandalf imitiert und es ist der Wahnsinn. Also wenn du gut genug Englisch kannst und dieses Buch auch so liebst, wie ich es liebe, und nebenbei noch ein unendliches Vergnügen auf der Ebene, was macht dieser Mann mit seiner Stimme erleben willst, dann ist es wirklich ein Tipp, sich das anzuhören. Das war's für diese Woche mit dem Podcast Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei irgendeinem neuen spannenden Thema. Vielleicht sehen wir uns auch am Wochenende in Zeilitzheim auf dem NLP-Kongress und ansonsten, weißt du ja, Anfang September Erlebniswochenende Emotionen kontrollieren bei sich und anderen. Tschüss.